What? Ich ahne was. Schatten Diddy. Oh yeah. Es hätte jetzt gefehlt, dass auf der Nintendo-Mütze draufsteht, Microsoft oder so. Rettung naht! Different time, different planet. And again, Fox need my help. Falco Lombardi. That's it. Audi Knarre ist hin, Alter. Pause, du kannst dich warm anziehen, Alter. Okay, tschüss, Mann. Oh, dem blöden Ding. Oh yeah, Schatten Didi. Ja, klar, natürlich. Der freut sich. Na, da haben wir ja eine gute Auswahl. Zur Feier des Tages nehmen wir halt mal Falco vor Fox und Didi. Boom, tschakka, boom, 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 tschakka, boom, boom, tschakka, boom. Ladezeiten for the win, ich kann nichts dafür, Leute. Wow, mega Didi. Mega Schatten Didi. Wo gibt's denn sowas? Bam, 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 so, zack. Falco, Falco, Falco. Ist eigentlich langsamer als Fox. Es gibt ja auch diese Knarre, wenn man B drückt, ja. Wenn Fox die abfeiert, ja, dann bewegt sich der Gegner nicht. Er leidet nur Schaden. Bei Falco ist es anders. Da weicht er auch zurückgezwungenermaßen. Wow, Schwanz, er schwänzelt. Finde ich so geil, wenn er die Blume in die Hand nimmt, ist die Blume auch riesig. Jack. Also gehst du mal auf den Sack mit deiner Blume da. Tschüss, Mann. Adios. Aha, so langsam. 180 Schaden ist schon nice. Ach, warum sollte man 8000 Gegner für dich haben, Didi? Tschüss, Mann. Laserschwert vor the win. Laserschwert schmeißen vor the win. Laserschwert nicht treffen vor the win. Laserschwert verlieren an Didi vor the win. Verdammt. Ah! Nein, das war der K.O. Ein simpler Schlag sorgt für den K.O. Wie bei Klitschko. Okay. Das wird mir zu blöd. Das wird mir zu affig. 250. Oh, wenn wir das Trampolin werfen. Nein, er hat's gehabt. Tschüss. Oh, verdammt. Okay. Der braucht nur eine treffende Smash-Attacke und wir sind Geschichte. Jetzt darf Didi selbst mal ran. Bam. Er hat jetzt 300 Schaden. Also los. Ich werde weiter zurückgeschleudert als der. Das gefällt mir nicht. Oh Mann, werde ich. Und der Trampolin hat ihn in Zeiten aus befördert. So habe ich's gern. Schmelz. Yay, yeah, Didi guckt. Ja, Mann. Ja, Mann. Und tschüss, Mann. Mitkommen. Und tschüss, Mann. Die Szenerie kennen wir ja schon. Fox, soll ich machen? Okay, Falco, Fox, nee, Fox, Falco, Didi. Sorry, ich kann mit Didi nicht so gut. What the hell, was ist das für Musik? Kenn ich nicht. Hört sich irgendwie ein bisschen an wie die guten alten Sonic-Spiele. Ich bin tot. Geile Sache. Kommen also früher auf Falco zurück als gedacht. Ich hab so eine Vermutung, was die Musik angeht. Ja, natürlich, das ist Yoshi's Island. Oh, geil. Ey, so ein Remix, so starker Remix, dass ich nicht erkannt hab. Geil. Das finde ich immer so ein bisschen geil, dass die Leute auch... dass Nintendo hinter ihren Produkten steht. Vor allen Dingen, wenn es so geile Geniestreiche waren. Wie eben Yoshi's Island. Oh, Baby! Das müssen wir noch üben. Zum Glück tötet es uns, was er nicht. Ach, Mann. Schon ein bisschen, naja. So ein starker Remix. Ich habe mir gedacht, ich kenne das doch irgendwo her. Aus alten Zeiten, aber es wurde so überinstrumentalisiert. Okay. Ich sollte mich mit den Wörtern nicht übernehmen.
sollte mich lieber auf das konzentrieren, was ich wirklich kann. Zum Beispiel Koopas den Hals abschneiden. Schneider abschneiden. Schneider abkaufen. Hals abschneider. Ach, was weiß ich. Dummes Gerede. Ich find's halt nur so ein bisschen crazy, mit Falco Lombardi hier zwischen Koopas rumzuspringen und dabei Yoshi's Island zu hören. Aber diese Momente lieben wir Smash Brothers. Und rauf da. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels, aber scheinbar nicht das Richtige. Okay, ist ein Regenbogen. Regenbogen ist kein Licht. Und dass diese Level so schnell wieder vorbei wäre? Nee, das glaube ich nicht. Let's go. Foxy. Foxy ist nicht Foxy. Oh, hallo. Das sieht aus wie eine wild gewordene. Au. Ja, da haben wir es gespürt. What the hell? Keine Hobbys? Tschüss, Mann. Oh, Baby. Oh, scheiße. Goomba weg von Power. Und tschüss, Mann. Und Kubelwini. Und ich auch. Nee, da bin ich. Tschüss. Ach, Mann. Nimm mir die einzig wahre Knarre. Was macht der Goomba da? Geil, das muss ich mir aufheben. Wir haben einen Block zerstört und da ist der Goomba jetzt drinne und läuft von links nach rechts. Und Baby! Ah, das war ein Überraschungsangriff. Der wollte mich nur in Sicherheit wiegen. Es kann weitergehen. Bam, 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 bam. Au! Habe ich mich selbst gebammt. So wird er in seiner Siegepose gestört. Ich sehe Licht, ich sehe Licht. Ich sehe, dass ich sterben muss. Ich sehe, dass ich es noch hoch schaffe. Und ich sehe wieder Licht. Und ich sehe einen Riesengumba, der mich nicht abhält, durch die Tür zu gehen. Oh yeah, Zwischensequenz. Diddy und Donkey sind gefesselt. Ja. Die schwebende Insel, oh Gott. Zum ohne Mist, die kommt in Sonic vor. Ich glaube zwar nicht, dass es die ist, aber in Sonic 3 kommt eine schwebende Insel vor, so viel steht fest. Falco Lombardi! Okay, speichern tut nicht weh. Speichern tut nicht weh. Zurück zur Karte, Forschungsstation zwischen Pikachu und Zero Suit Samus. Ja. Klar, dass ich da den Nagel bevorzuge. Den kenne ich besser. Das ist definitiv Musik aus Metroid Prime 1. Nämlich dieser langweilige erste Bosskampf. Bei dem eigentlich nichts war. Also ich meine, der war total easy und so. What the hell? What the hell? Eine Einfriermaschine? So, schön, dass du dich mal ausgefroren hast. Ach, das macht das Licht an! Na, das ist aber toll. Aber die Musik war cool. Ich finde es vor allen Dingen so geil, die ist unverändert. Oh. Okay. Es geht nur bei Dunkeln? Hä? Was zur Hölle? Toll, hätte ich das mal lieber aufgelassen. Aber die Musik passt voll gut. Ich meine, die vergisst man, weil sie halt so ein blöder, dummer Gegner war nur. Die man, was man eigentlich ruckzuck besiegt hat. Ist wirklich so. Also für die, die es nicht auskennen, diese Mutterparasit oder wie es hieß. What the hell? Ja, toll gemacht. Köpfchen benutzen. So, aufgepasst. Meine Herren. Gott. Was für ein Mist. Oh. Ich mach da gerade meine Posen. Haha. Auch wenn da unten ein Boden ist. Nein. Eis, Eis, Baby. Wir brauchen Eis, Eis, Baby. Lass mich. Yay. Gehen wir da durch. Ganz offensichtlich. Na, der hat einen Wassereimer für uns. Okay, cool. Nee, das ist kein Wasser.
Haha, verarscht. Okay, zu viele Rubs. Zu viele Rubs. Au! Au! Lass mich... Aha! Hallo. Da haben wir den Anzug, den Warrior Suit. Oder Suit, was weiß ich. Fragt mich doch nicht, wie es ausgesprochen wird. Sehe ich aus wie ein Englischmaster? Ich bin hessisch, Alter. What the hell? Wow, wow, wow. Ist es nicht der... Wow, das kenne ich gar nicht mehr. Sind es nicht die aus Metroid Fusion, vor dem man so Angst hat? Der SAX? Ja, wie geil ist das denn? Boah, haha. Das empfinde ich echt als die legendärsten Szenen in der Let's Player-Geschichte. Ich mache ja ungern Werbung, weil auf andere Let's Player lenken. Macht natürlich den eigenen Status kaputt. Aber Fang Royal, unglaublich geil. Metroid Fusion, jedes Mal, wenn SAX auftaucht und der einen Herzinfarkt kriegt. Ich fand's göttlich. So, den ersten hätten wir. Das ist kein SAX hier. Das ist einfach nur so ein Klon. Ey, das war unfair. Tschüss, Mann. Oh, fuck. Ich bin tschüss. Oh, Mann. Aber das war... Ja, das gibt schon. Und jetzt mal, wenn das Ding auftaucht. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht. Ich fand's so genial. Ich habe immer nur... Ich weiß nicht, ich habe das Let's Play eines Abends entdeckt und immer nur zu der SAX-Stellen vorgespult. Das ganze Let's Play vom Funk. Also ich fand's einfach so geil. So, ihr könnt euch jetzt verpissen. Mein Gott, ich kann mit der blöden Kuh nicht umgehen. Ich kann mit der nicht umgehen. Wollen wir mal schauen, was es für Musik ist? Klingt nach Super Metroid, oder? Nee, das ist auch... Das ist auch Metroid Fusion. Aus dem Intro, wo sie erzählt, was passiert. Wo sie den Virus bekommt, da... Richtig. Meine Herren, ihr seid aber hartnäckig, du. Na gut. Kirby. Starr besser aus Kirby, oder? Bam! Bam! Tschüss, Mann. Hello? Ah! Oh. Is this the way you trail like a lady? Oder was Anthony da gelabert hat. Au! Und tschüss, Mann. Der eine zerstört sich fast selber. Okay, Leute, Pikachu erledigt die. Im nächsten Part, da ist ein Bonbon. Scheiße. Bis dann und ciao. Ich kann nicht springen. Warum nicht? Okay. Bis dann.